Hallo bei euromeal.com. Heute gibt's Süßkartoffelsticks und wir brauchen dafür Süßkartoffel, Olivenöl, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Chili und Parmesan. Im ersten Schritt bereite ich die Würzmischung für unsere Sticks vor. Und dazu gebe ich einmal die Gewürze in das Olivenöl und jetzt presse ich noch den Knoblauch dazu. Damit werden wir dann unsere Süßkartoffeln gut bestreichen. Ich habe die Süßkartoffel gut gewaschen. Man muss sie nicht in die Schale. Kann man gleich mitessen und jetzt schneide ich sie in Streifen und die Streifen lege ich mir jetzt auf ein Backblech aus. Ihr könnt die Süßkartoffelsticks natürlich auch auf einer nicht zu heißen Zone auf dem Holzkohlengriller zubereiten und jetzt bestreiche ich sie mit unserer Würzmischung, den Backofen habe ich schon vorgeheizt, der hat schon die gewünschten 180 Grad und jetzt bestreue ich sie noch mit Parmesan und werde sie jetzt im Backofen ca. 20 Minuten schön braten. Unsere Süßkartoffelsticks sind jetzt ganz wunderbar gebraten und ich werde sie sofort heiß servieren. Die Süßkartoffelsticks sind eine ganz wunderbare Alternative zu Pommes. Sie sind ja nicht so fett zubereitet und trotzdem durch den Käse und die Gewürze ganz schmackhaft und ganz lecker. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es für dich wie immer unter www.euromeal.com.